Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Schwert. Ja, in der letzten Folge haben wir ein paar Pokémon gefangen, haben gemerkt, dass die Luxusbälle nicht so geil sind, weil sie auf Pokéball basieren, nur geiler aussehen. Eigentlich würde ich es mir ja zur Challenge machen, wenn wir nicht gerade im Dings wären, alle Pokémon damit zu fangen. Aber naja, wir gehen weiter. Ich habe keine Pokémon mehr gefangen. Ich habe versucht, noch einen Golbit zu fangen. Hat aber auch nicht ganz funktioniert, weil es im letzten Moment wieder Fluch einsetzen musste. Und jetzt sind wir kurz vor Claw City. Und wie geil ist das denn bitte? Der Eingang ist einfach mal ein Mega-Drachenkopf. Aber hier in der Naturzone gibt es so viele Pokémon, die ich noch fangen könnte. Das ist so unglaublich cool. Und da verballern wir doch lieber unsere Sachen für irgendwas anderes. Also unsere Watt für irgendwas anderes. Tauchball. Haben wir einen Tauchball? Ne, guck mal, einen Tauchball können wir uns einmal holen. Sehr schön. Guck mal, 3000 Watt. Genau, hau rein. Was können wir jetzt verbessern? Rotom-Verrate verbessern. 5000 Watt, okay. Alles klar, dann sammeln wir 5000 Watt. Feinste Zutatentyp. Alles klar. So, dann wollen wir mal hier reingehen. Mal gucken. Dürfen wir hier überhaupt rein? Mal gucken. Aha. Ein Arena-Challenger, nicht wahr? Dürfte ich kurz deine Arena-Orden überprüfen? Na klar. Da hätten wir den Pflanzenorden. Und den Wasserorden. Und auch den Feuerorden. Wunderbar. Du hast insgesamt 3 Arena-Leute besiegt. Einschließlich dem von Engine City. Weiter so. Du schon wieder. Wartest du auf Hop? Der wird nicht kommen. Mit seiner Niederlage hat er nicht nur sich selbst blamiert, sondern auch den Cham, der ihm eine Empfehlung geschrieben hat. Wenn ich er wäre, würde ich mich aus der Arena-Challenge zurückziehen und hoffen, dass ich vom Erdboden verschluckt werde. Sieh da, sie sollen meine Orden sehen. Bitte sehr. Danke, Chelyabetes. Ich kann bestätigen, dass du alle nötigen Arena-Orden besitzt. Jetzt muss ich mich entschuldigen. Ich bin mit dem Liga-Präsidenten verabredet. Ja, hau bloß ab, bevor ich dir deine nächste Niederlage ins Gesicht pfeffer, Eierkopf. Wunderbar, du hast insgesamt 3 Arena-Orden besitzt, einschließlich den von Angel City. Weiter so. Okay, mehr sagt er nicht. Jetzt dürfen wir also hier durch. Mal gucken, was uns in Claw City erwartet. Claw City. Claw City. Da klafft ja eine Wunde. Ha. Entschuldigung. Coole Sache. Geil. Ah, er wieder inkognito unterwegs. Trainer. Hast du schon mal deine Liga-Karte umgestaltet? Je mehr Optionen man beim Design zur Verfügung hat, desto schwerer fällt die Entscheidung. Aber gerade das macht ja so viel Spaß. Ich kenne jemanden, der verkleidet sich als Pokémon, damit er Pokéjobs annehmen kann. Also nur ein Bekannter von mir, nicht ich. Ja, genau. Huch. Für mich kommen nur coole Pokémon in Frage. Ja, für mich auch. Ich habe mir mal die Wandmalerei bei der antiken Stätte von Passbeck angesehen. Die gilt ja im Allgemeinen als hohe Kunst, aber irgendwie habe ich so gar nichts damit anfangen können. Kunst hin oder her. Am Ende zählt doch eh nur, was einem persönlich gefällt. So, achtet ihr mit auf glänzende Dinge, das ist super. Ich guck mal kurz, ich trage heute noch dieselbe Kleidung, die ich in meiner Zeit als Student bekommen habe. Sie wurde aus Pokémon-Garn angefertigt und deshalb nahezu unkaputtbar. Und sie wächst anscheinend auch mit. So, da ist ein Kirlia. Mir steht einfach alles, deswegen lasse ich mein Kirlia entscheiden, was sie anziehen soll. Kann man machen, muss man aber nicht. Wenn man eine Sonnenbrille aufsetzt, ändert sich sofort der Eindruck, den man auf andere macht. Ich muss mir gut überlegen, welche ich nehme. Okay. Ja, darf ich mir mal kurz was angucken?
Und Kragenpullover, aha. Aha. Okay, Trainingsjacke grün. Wasser, Feuer, Boden. Ah, okay. Ach, die Heil. Ach, die Heilige. Jawohl. Geil, ey. Noch geiler. Ach, die Scheiße. Ja, möchte ich. Sehr gerne. Tschüss. Auf Wiedersehen. Bye. See you later, Alligator. Was auch immer. Hau rein, Schnecke. Es gibt nicht viele Arena-Challenge, die es bis zu Roy schaffen. Schade eigentlich, ich würde ihn gerne öfter kämpfen sehen. Das ist doch so ein Kampfcafé, ne? Ja, da ist ein Piepi. Wenn ich die Arena-Leiter kämpfen sehe, bekomme ich auch Lust, Pokémon-Trainer zu werden. Wir Damen im Gala genießen gerne ein üppiges Mal, während wir uns ein spannendes Match ansehen. Angeblich gibt es über 200 verschiedene Pokémon-Fähigkeiten. Wenn du sie dir gut einprägst, erwarten dich im Kampf weniger böse Überraschungen. Ich mag XXXXL-Größe haben, bitte. Okay. Meine Schwester ist ein furchtbarer Vielfraß. Seit neuestem meint sie, sich mit Relaxo messen zu müssen. Wenn man wohin genau anstupst, wippt es so lustig hin und her. Boing. Ich liebe das. Ich will auch. Ich will dich anstupsen. Stups. Ich kann ihn nicht anstupsen. Hallo. Ja, ich möchte. Auf geht's. Barista. Alistair. Jawohl. Ach du Heilige. Feen-Pokémon, richtig? Ach, die Heilige. Ich hab doch schon wieder keine Ahnung, was ich da einsetzen soll. Das hat ja nicht viel gebracht. Okay, doch kein Feen-Pokémon. Anziehung. Ach, du Scheiße. Energieball. Okay. Ist ja gut. Was könnten die denn sonst sein? Ich habe keine Ahnung. Level 37. Ich habe gar nicht auf die Level geguckt. Ach du Heilige. Ne. Er ist noch von Anziehung übermannt. Aber er setzt trotzdem die Rollladung ein. Bringt anscheinend nicht viel. Keine Ahnung, was die sind. I don't Knopf. Okay, Gigalos Schafvorliebe. Sehr gut. Pixar. Bringt auch nicht viel, okay. Kanon. Au. Volltreffer, natürlich. Was auch sonst. Tot. Bye. Ja, was auch immer die beiden sind, ich habe keine Ahnung.
Säure trifft wenigstens beide. Psycho oder was? Was seid ihr? Ihr müsst ja auch kampfgut gewesen sein. Ist es auch nicht. Fee sind sie auch nicht. Dagegen wäre Kampf auch gut gewesen. Unlicht wäre auch gut gewesen gegen Fee. Was sind sie dann? Unlicht? Ich habe keine Ahnung. Star vor Liebe, Kanon. Gut, der nächste, der jetzt draufgehen wird, ist Toxel. Tschüss, Toxel. Ich habe keine Ahnung. Knuddler. Okay. WhatsApp. Hilf mir aus der Klemme. Zauberschein. Alles klar. Tschüss, WhatsApp. Tschüss, Granowitz. Okay. Ich habe keine Ahnung, was die beiden Pokémon sind. Fragt mich nicht. Zauberblatt. Tschüss, Lavita. Also, wenn das Feen-Pokémon gewesen sein sollen, dann weiß ich nicht, was ich falsch gemacht habe. Dann weiß ich echt nicht, was ich falsch gemacht habe. So, jetzt sind wir wenigstens im nächsten Pokémon-Center. Ich habe keine Ahnung. Sind jetzt trotzdem gespeichert, ja, ne? In der Theorie, ja. Was bist du für ein Po... Hä? Ich hab... Ach so. Falsch rum. Gift und Stahl. Alles klar. Gift und Stahl. Okay, mein Fehler. Ich habe nichts gesagt. Soweit sind unsere Pokémon noch nicht. Hast du hier schon irgendwas? Nee, natürlich nicht. Was auch sonst. So, hallo. Sind wir jetzt wieder in Dingsbums gelandet? Oh, wir sind wieder in Engine City gelandet. Ernsthaft? Fuck my life. So, hallo! Ich weiß, das klingt seltsam, aber Roy sah noch nie besser aus als in dem Moment, in dem er gegen Deleon verloren hat. Diese Frustration und all diese Energie in seinem Gesicht. Ich liebe die Zahl 241, warum? Weil das Roys Trikotnummer ist. Bei Schließfächern und so versuche ich auch immer die Nummer 241 zu ergattern. Alles klar. Wusstest du, dass die Reihenfolge für die Arena-Challenge von der Stärke der Arena-Leiter bestimmt wird? Nein. Willkommen im GP-Laden. Okay.
Ein mit Parfüm gefüllter Beutel, der einen penetranten Duft verströmt und bei einem bestimmten Pokémon, bei einer bestimmten Pokémon-Art sehr beliebt ist. Okay. Schade. Duftbeutel wäre natürlich genau das, was wir hätten gebrauchen können für irgendwelche krassen Pokémon, die wir fangen können, also die selten sind. So, dann gehen wir nochmal hier lang, gucken wir nochmal la... Was? Das sind fünf. Was sind meine fünf Lieblings-Pokémon? Ich habe keine Ahnung. Was ist hier? Ah ja, Haare schneiden. Alponita. Ich verpasse meinem Pokémon gerade eine neue Frisur. Naja, zumindest versuche ich es. Kann man hier neue Haare? Gibt es neue Haare? Achso, ja, da muss man ja Feuer bezahlen. Was für ein Schrott. Entschuldigung. Glancy, shiny. Sprühdose Superschutz. Geil. Weißt du, was FM mit ihrem Schallwellen machen? Obst suchen. Sie lieben Obst. Angeblich liegt das Stadion von Claw City genau in der Mitte der Gala-Region. Zwei Hypertränke. Okay, dankeschön. Wusstest du, dass Mauzi in Kanto und Alola ganz anders aussehen als hier in Gala? Sowas nennt man Regionalform. Interessant. Es gibt so viele Leute, die ein Replikat von Delions Outfit kaufen. Aber wegen diesem riesigen, schweren Mantel kann es letztendlich niemand tragen. Hier ist doch ein Pokémon Center! Will ich verarschen? Ich war im Pokémon Center verabredet, aber mein Date kommt nicht. Vielleicht sollte ich mal bei den anderen Pokémon Center vorbeischauen. Das solltest du vielleicht tun. Weil hier gibt's ja anscheinend mehrere. Bei der Arena-Schule soll man ja die Stadien in einer gewissen Reihenfolge abklappern. Erst Paspik, dann Fairbelly. Ja, wie man das auch immer ausspricht. Kirchester oder Zirchester, wie ihr wollt. Spikeford und zum Schluss Claw City. Soweit ich weiß. Ach, zum Schluss? Ich dachte, wie... Jetzt schon? Hat er schon Hyperbälle? Nein, natürlich nicht. Warum auch? Zwei Kapseln. Oha. Oha. Oh, da ist ein Pokéball. Muskelband. Ein niedriger Stirnband verstärkt physische Attacken etwas. Okay. Los, Gastrodon. Platsch, platsch, paff. Oh, okay. Ich kenne Rizoros gegen Gastrodon. Was die Typen angeht, ist mein Gegner im Vorteil. Aber ich habe die Weisheit des Alters. Aha. Diese Schatzkammer von Claw City. Ohne Erlaubnis kann ich dich nicht einfach durchlassen. Okay. Ich habe auch gar nicht versucht, irgendwas irgendwie... Oh, da steht noch jemand. Toxe sind cool, oder? Ich himmel sie richtig an. Wenn du eins dabei hast, würdest du es vielleicht gegen meinen Togepi tauschen? Nein! Ich habe mir den Toxel selbst erst gekriegt. Psst, kennst du schon das neueste Gerücht? Nein. Was? Nicht? Wenn du einen Schwarm... einen Knappfisch schenkst... Wenn du deinem Schwarm einen Knappfisch schenkst... Achso. Während du ihm oder ihr deine Gefühle gestehst, dann werdet ihr auf ewig zusammenbleiben. Das erzählen sich zumindest die Leute. Und naja, es gibt dieses eine Mädchen, die es ganz nett findet. Aber sie zieht demnächst um, und zwar ins Ausland. Ich dachte, ich rede nochmal mit ihr, bevor sie geht, und ich gestehe meine Gefühle. Deshalb suche ich auch schon die ganze Zeit nach einem Knappfell. Finde aber keins. Falls du zufällig einen Knappfell zu viel hast, würdest du es mir dann vielleicht geben? Ja, aber nur, wenn ich einen zu viel habe. Okay, da ist wieder Team L. Super. Guck mal. Hallo? Nur bestimmte Pokémon können Kombi-Attacken erlernen. Möchtest du, dass ich dir eine... Ja. Okay. Puh.
Feuersäulen? Ein Angriff mit Feuersäulen mit Pflanz. Okay. Lassen wir das mal kurz. Ja. Ich weiß nicht, ob das was nützt. Aha. Okay, was macht Team Yell hier? Die sagen bestimmt, wir kommen nicht vorbei. Hey. Hey, wir üben hier gerade unsere hausgemachten Fangesänge. Miss Mary mischt ganz vorne mit. Sie ist schon... Sie ist schön, sie ist klug, sie ist unser Hit. Wow. Ernsthaft? Lalalalalala. Voll cool, riesige Burg. Mega. Megania. So, lalalalala. Gegen den können wir noch nicht gewinnen. Lalalala. Ich glaube, da muss ich erstmal Pokémon fangen gehen, oder wie es aussieht. Sonst haben wir ja null Chance. Was ist das hier? Achso, Claw City. Eine historische Stadt umgeben von Mauern, deren Entstehung bis ins Mittelalter zurückreicht. Was ihr nicht sagt. Soll ich dir was verraten, wie zufällig deine Pokémon sind? Ja, klar. Dann wollen wir sehen. Ich verstehe euch schon ziemlich gut, aber ist da noch Luft? Ihr versteht euch. Ich kann schon wieder nicht lesen. Du und deine Pokémon, also ihr habt das Zeug dazu, ganz dicke Freunde zu werden. Gib einem Pokémon dieses Item mit seinem wundervollen Klang zum Tragen und es wird vielleicht noch zutraulicher. Sanftglocke! Dankeschön. Gibst du einem Pokémon eine Sanftglocke, wird es schneller zutraulich als gewöhnlich. Dankeschön! Na, willst du wissen, bei Pokémon auch wirklich alles geben? Klar! Das ist immer wichtig zu wissen. Es könnte sich noch ein kleines bisschen mehr anstrengen. Das hast du jetzt nicht gesagt. Armes Lavita. Ich bin stolz auf dich, Lavita. Es wäre voll toll, wenn es Lunchboxen gäbe, die man im Zug essen kann. Ich bin zu klein, um allein durch die Natur zu laufen zu dürfen. Das erfahre ich mit dem Zug. Ob ich schon allein Zug fahren darf? Na klar, ich bin doch schon groß. Gab's dir Angriffsblast, dankeschön. So eine Niederlage ist bitter. So, wir klopfen jetzt mal wieder an jede Tür. Oh, Alter. Ich glaube, sie ist einsam. Kann das sein? Ich lebe mit Micro zusammen und trainiere sie, weil ich sie einfach toll finde. Wir haben aber nichts mit den Flugtaxis am Hut. Schade. Lukratives Geschäft, habe ich gehört. Hallo, Sir. Sei gegrüßt, junger Mann. Darf ich dir etwas über das Wetter erzählen? Na klar. Wundervoll, dann fange ich so gleich an. Wenn es wäre, dann... Oh nein, bitte nicht. Ich überspringe das mal kurz. Es tut mir leid. Hi, Sprocken. Ah, aber wir haben ihm zugehört. Dankeschön. Danke. Ja, ja. Wetter ist toll. Ja, draußen ist gerade heller Sonnenschein. Super. Danke. Tschüss. Müssen dann auch wieder los. Was ein Typ. So. Hey ho. Was geht? Ich muss nur sagen, dieser Mann im Pokémon Center ist echt beeindruckend. Er kann Pokémon nicht nur Attacken vergessen, sondern auch bewirken, dass sie sich an vergessene Attacke wieder erinnern. Geil. Jedes Kind weiß, dass Schätze immer von einem Drachen bewacht werden. Deshalb passt es ja so gut, dass Roy der Wächter der Schatzkammer ist. Score City ist ein beliebtes Reiseziel für Leute aus der ganzen Welt. Kein Wunder, wenn du mich fragst. Diese Stadt ist wirklich großartig. Die Schatzkammer liegt außerhalb des Stadions. Danke für die Info. Auch hier kommen wir nicht durch. Ja, ja. Ja, ja. Wenn ich erst Champ geworden bin, hole ich mir alle Wunschsterne der Welt und schenke sie dir.
Oh, sind Leute, die einen Wunschstern finden, etwas Besonderes? Ich liebe es zu essen. Ich werde nicht ruhen, bis ich alle Restaurants in sämtlichen Bahnhöfen Galas probiert habe. Okay, bla bla bla, bla 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 bla. Hoffentlich kommen meine Freunde bald an. Dieses Dussel starrt mein Essen schon so gierig an. Dussel! Was macht ein Dussel-Goo überhaupt im Bahnhof? Naja. Das ist... Da ist das Pokémon-Journal. Ob ich mir die neueste Ausgabe holen sollte? Nein. So, wo müssen wir denn noch lang? Wir müssen jetzt noch hier hoch. Ach du Kacke. Zuckererdbeere. Zuckerwerk in Form einer Erdbeere gibt man Hokumil zum Tragen, dreht es sich vor Freude im Kreis. Weißt du was? In Gala sind überall noch viele alte Gebäude von ganz früher übrig. Ich habe gehört, dass die Pokémon in der Natur zu aller Zeug in ihren Nestern horten. Es soll sogar Pokémon geben, die TP sammeln. Dies ist eine Pokéball-Statue. Gerüchten zufolge kann man Pokémon leichter fangen, wenn man sie berührt. LOL! Berühren! 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 Oh, shiny! Sonderbonbon, dankeschön. Okay, da kann man nicht rein. Schade. Du siehst mir vertrauenswürdig aus. Weißt du, es gibt da jemanden, den ich mag. Und ich habe ihm einen Brief geschrieben. Willst du ihn für mich überbringen? Klar. Das freut mich. Vielen, vielen Dank. Ich heiße übrigens Paulina. Dann vertraue ich dir mal meinen Brief an, ja? Vergilbten Brief. Okay, diesen Brief hast du von einem Mädchen erhalten, um meinen Jungen zu übergeben. Aus irgendeinem Grund sieht er schon etwas älter aus und vergibt aus. Bitte bring ihn an Frank in Fairbelly. Alles klar, Paulina. Okay, da kann man auch nicht rein, schade. Schlaubrille. Diese dicke Brille verstärkt auf Spezialangriff basierende Attacken. Okay, da kann man auch nicht rein. Okay, da wollen wir uns jetzt nochmal mit dem Präsidenten unterhalten. Das wird sicherlich witzig. Wir gucken nochmal, unsere Pokémon, sind die geheilt? Ja, wir haben ja bisher nicht so doll gekämpft. So, dann setzen wir mal... nein, nicht Bericht. Dann setzen wir mal WhatsApp wieder nach vorne, ne? Weil es ist ja Level 27. Und dann würde ich sagen... Hören wir uns mal an, was der Präsident so von sich gibt. Und gucken, dass wir... was wir... Ob wir schon wieder gegen Betis kämpfen müssen. Liga Präsident Rose, gestatten Sie mir, Ihren Bericht zu erstatten. Meine Mission Wunschstern und Orden zu sammeln schreitet reibungslos voran. Das ist erfreulich, Betis. Nur weiter so. Vergiss nie, dass du eine Empfehlung für die Arena Challenge Präsident Rose verdankst. Wenn ich Ihnen genug Wunschsterne bringe, können Sie endlich das Problem lösen, das Sie so belastet, nicht wahr, Herr Liga Präsident? Hier geht es nicht um ein privates Problem, das nur mich betrifft. Es geht um die Zukunft Galas. Und Gala braucht nicht nur Wunschsterne, Gala braucht einen starken Trainer. Einen Trainer, der dem Champ an Stärke ebenbürtig ist. Mit Verlaub, Liga Präsident Rose. Einen der beiden Günstlinge des Champs habe ich bereits in die Knie gezwungen. Der Kampf ließ keinen Zweifel an meiner Überlegenheit und Überheblichkeit. Und den Champ kann... Und werde ich es ebenfalls bezwingen. Warten Sie es nur ab. Das ist Musik in meinen Ohren. Genau solch einen leidenschaftlichen Wettkampf wollen die Leute bei der Arena Challenge sehen. Betis, es gibt da etwas, was ich dir mit dir besprechen muss. Wenn du mir kurz folgen würdest. Na Jens, ich hoffe, du hast gerade gut zugehört. Wunschsterne sind rätselhafte Steine, die unter anderem auch die Grundlage für die Technologie hinter dem Dynamax-Bändern bilden. Aber man kann mit ihnen noch mehr anstellen, als nur Pokémon riesengroß werden zu lassen. In ihnen steckt nämlich auch gewaltige Mengen an Energie. Wenn das deine Neugier geweckt hat, sollten wir gleich mal zusammen im Stadion vorbeischauen. Ich will dir dort mehr über die Energieversorgung der Galar-Region erzählen. Bitte folge mir.
Okay, dann folgen wir mal für diese Folge noch. Da geht ja schon wieder eine halbe Stunde. Mein Papa kocht immer bitteres Curry, obwohl er ganz genau weiß, dass ich es süß mag. Nicht fair. Rose wurde damals im Champ Cup Zweiter. Das war für ihn das Sprungbrett nach ganz oben. Hast du schon das Stadion von Claw City gesehen? Es ist riesengroß. Nö, aber ich werde es mir jetzt zu Gemüte führen. Und es ist schon geil, dass es in einer riesigen Burg ist. Dieses Gebäude fungiert nicht nur als Stadion, sondern auch als Energiewerk. Lass uns zusammen einen Blick auf mein Tablet hier werfen. Da stehen alle wichtigen Infos. Hier ist in einfachen Worten erklärt, was die wie das Energiewerk funktioniert. Der Turm des Claw City Stadions absorbiert Energie. Diese wird dann in unterirdische Energiewerk in Strom für die ganze Gala-Region umgewandelt. Wir alle verbrauchen täglich Energie, um unseren Alltag zu bestreiten. Und zwar Energie in den unterschiedlichen Formen. Elektrizität, Gas, Wasser. Meine Teams arbeiten rund um die Uhr daran, den Bürgern Galas mithilfe der Energie der Wunschsterne das Leben zu erleichtern. Oh, ich würde ja gerne noch ein bisschen weiter plaudern, aber die Pflicht ruft. Ich mache mich besser auf den Weg, bevor ich wieder Ärger mit Olivia bekomme. Ich würde vorschlagen, dass du als nächstes zur Schatzkammer gehst, Jens. Sie liegt in Richtung von Route 6. Rose ist toll, ein richtiger Gentleman. Unbefugt ist die Nutzung des Aufzugs in das unterirdische Energiewerk untersagt. Okay, ist ja gut. Entschuldigung. War das der Präsident? Er ist hier geschäftig unterwegs. Hallo! Du verkaufst auch nichts Tolles. Mom! Gibt's hier neue Uniformen? Nee. Toll. Wundertoll. Ja, danke. Für nichts. Hey, ich bin's, Balduin. Du hast dein Team ja ganz schön aufgelevelt. Da habe ich genau den richtigen Ball für dich. Den Levelball. Wer hätte es vermutet? Du verschaffst den Levelball in deine Tasche. Ein Ball, mit dem sich Pokémon umso leichter fangen lassen, je niedriger ihr Level im Vergleich zu deinem Team ist. Mit deinem Level schon fasziniert, was er bei so alles drauf hat. Das ist richtig, Balduin. Olivia kann... Verdammt! Olivia kann einem ganz schön Angst machen. Brauchst 7 Orben, bevor du mit Roy, dem Meister im Umgang mit Drachen-Pokémon, aufnehmen kannst. Nein! Okay, ist ja gut. Wir gehen ja schon zur Schatzkammer. Hier gehen wir jetzt also noch zur Schatzkammer. Schatzkammer. Die war ja links rum, die Schatzkammer. Lalala, lalala. Huch? Delion? Na Jens, wie läuft es so? Wie es aussieht, sammelst du fleißig Orden. Sag mal, weißt du zufällig, was mit Hopp los ist? Als ich ihm gerade begegnet bin, ist er kreidebleich geworden und wollte mir nicht ins Gesicht sehen. Dann hat er sich einfach aus heiterem Himmel entschuldigt, ohne mir zu sagen, für was. Ich dachte mir, dass du als sein Rivale weißt vielleicht Bescheid. Ja, er hat voll verloren und dass er den Kampf verloren hat, das geht ihn jetzt an die Nieren. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass er einen Kampf verloren hat. Kann das sein? Jo. Ein Kampf zu will, tut weh, das ist völlig normal. Aber man muss aus seinem Fehler lernen und neue Stärken aus ihm ziehen. Wenn Hopp das gelingt, hat er das Zeug dazu, ein richtig cooler Trainer zu werden. Hoppla, ich muss ja los. Wenn ich zu spät zu meinem Meeting mit Rose komme, kriege ich Ärger mit Olivia. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo es lang geht. Aber ja, wo du schon mal hier bist, rate ich dir, bei meinem großen Rivalen Roy vorbeizuschauen. Er wird die letzte Hürde sein, die du im späteren Verlauf der Arena-Challenge überwinden musst. Du sollst ihn vor der Schatzkammer antreffen, die sich kurz vor Route 6 befindet.
Da sollen wir auch hingehen. Dann auf geht's. Waren wir hier schon drin? Fällt mir gerade mal so auf, dass das noch ein Haus ist. Nein, hier waren wir noch nicht drin. Karate. Man nennt mich Mr. Fokus, weil ich stets auf den Sieg fokussiert und unglaublich stark bin. Na, bringst du die nötige Entschlossenheit mit, um mich zum Kampf herauszufordern? Klar. Ja, dann bist du wohl richtig fokussiert. Dann wirst du die Stärke von Mr. Fokus jetzt mal am eigenen Leib zu spüren bekommen. Okay, Mr. Fokus, Schwarzgurt Sven, alias aka Mr. Fokus, Baumboll. Baumboll. So, Notsituation. Hallo, ruhig bleiben. Level 2? Und es überlebt? Ich habe gerade gar nicht auf das Level geachtet. Wow. Wow. Das hast du nicht erwartet, wie? Da, es gibt ebenso viele unterschiedliche Arten zu kämpfen, wie es zu trainieren gibt. Gut, dass du so fokussiert bei der Sache warst. Ich möchte dir die 7 Fokus-Code schenken. Dankeschön. Man muss sich auf das Zusammenspiel von Pokémon, Items und Attacken fokussieren. Immer schön dran denken, okay? Ja, nur toll, dass du jetzt unser Pokémon so verprügelt hast. Toll. Super. Danke für nichts. So. Auf zur Schatzkammer! Geld. Spüren Sie es, Mr. Krabs? Geld. Hallihallo! Hey! Bist du nicht einer der beiden Trainer, den Delion eine Empfehlung geschrieben hat? Und dein Name ist... Moment! Jens, genau das war's. Delion scheint großes Potenzial in dir zu sehen. Dann hast du sicher einiges auf dem Kasten. Aber wenn du gegen mich kämpfen willst, brauchst du erstmal 7 Orden. Das weiß ich selbst. Ich will nur zur Schatzkammer. Ah, du bist also gar nicht wegen mir hier, sondern wegen der Schatzkammer? Gute Idee, ein Blick in die Vergangenheit Galas kann nicht schaden, wenn du mehr über Pokémon wissen willst. Mir gefällt, wie eifrig du bist. Komm mir nach. Hier, nimm. Das ist meine Liga-Karte. Du hältst die Liga-Karte von Lloyd. Zur Schatzkammer geht es die Treppe rauf. Alles klar, dankeschön. Früher war Claw City das Zentrum der Galaregion. In der Schatzkammer, die sich am Ende der Treppe dort befindet, werden daher seit jeher geschichtsträchtige Artefakte aufbewahrt. Okay. Was, Forscher? Deine Forscherfreundin ist auch schon drin. Jetzt habe ich ihren Namen vergessen. Ohne Erlaubnis darf man die Schatzkammer nicht betreten. Geil. Also exklusiv also. Geil. Lalalalala, da gehen wir mal hoch zur Schatzkammer. Lalalalala. Hallo. Oh. Ich dachte, wir wären ja schon da. Aber wir müssen noch weiter Treppen rauf. Oh. Wenn wir dieses Treppengesteige... Oh. Hatten die damals noch keine
Lifte erfunden. Oh, als ob ich ihn nicht gesehen hätte. Und dann sowas. Ich dachte so Drachenklaue, Drachenwut. Drachenmeteor, was weiß ich? Nein, es ist TM29 Charm. Dieses TM sollte vor Scham im Boden versinken. Ja, das ist das Einzige, was machen sollte. Mich so in das Licht zu führen. So. Hallo. Sania, stimmt. Ah, da bist du ja. Schau mal, ist das nicht unglaublich? Auf diesen Wandteppichen hier sind Episoden aus der Geschichte Galas abgebildet. Hier sieht man zwei Jünglinge, die einen Wunschstern betrachten. Und hier bricht Unheil über das Land herein. Die beiden Jünglinge sehen verzweifelt aus. Hier schauen sie zu einem Schwert und einem Schild auf, die dem Unheil irgendwie Einhalt gebieten. Und dann tragen die beiden plötzlich Kronen. Diese Wandteppiche erzählen, wie das Königreich von Gala gegründet wurde. Aber sag mal, ist dir beim Betrachten der Bilder auf dem Wandteppich irgendwas aufgefallen? Was nehmen wir jetzt? Ich nehme mal das. Ja, das dachte ich auch. An diesem Hotel in Engine City stand nur eine einzige Heldenstatue. Aber diese Wandteppiche erzählen eindeutig die Geschichte von zwei jungen Helden. Gab es nun einen Helden oder gab es zwei? Und was steckt hinter dieser finsteren Nacht? Danke für deine Aufmerksamkeit. Du hast mir dabei geholfen, meine Gedanken zu ordnen. Ich werde noch ein bisschen hierbleiben, um die Wandteppiche näher zu untersuchen. Hoffentlich kannst du deine Erfolgsserie bei der Arena Challenge fortsetzen. Meine Unterstützung ist dir auf jeden Fall sicher. Hier, nimm das! Zwei Beleber! Dankeschön! Wo sind das Schwert und der Schild, die das Unheil vertrieben haben, wohl abgeblieben? Sieht voll geil aus. Wenn der daraus sich jetzt noch eine mega geile Geschichte entwickelt, bin ich sofort dabei. Unterschreibe ich. Jo! Was ist jetzt unser nächstes Ziel? Ich bitte um unser nächstes Ziel. Na, wie haben dir die Wandteppiche mit den Helden Galas gefallen? Heute gibt es in Gala zwar keine Helden mehr, aber Delion kommt dem Ganzen als Champ vielleicht noch am nächsten. Wo wir gerade von ihm reden. Jens, wenn du wirklich vorhast, den Superstar Delion zu schlagen, liegt noch einiges an Arbeit vor dir. Folge daher als nächstes Route 6 nach Passbeck und trainiere unterwegs, was das Zeug hält. Alles klar. Dann wollen wir mal auf nach Passbeck, wo auch immer das liegt. Oh, da winkt jemand. Hallo. Oh, eine Arena willst du bestimmt nach Passbeck, oder? Woher ich das weiß? Na, weil Route 6 nach Passbeck führt. Okay, alles klar. Ich würde sagen, geile Stadt. Geile Erkundung. Das ist die coolste Stadt bis jetzt überhaupt. Und nächste Folge, Route 6. Mir fehlen gerade die Worte. Ich glaube, ich gehe vorher noch ein bisschen Pokémon fangen. Und lasse das mit den Luxusbällen jetzt. Um ein bisschen schnell voranzukommen. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach hier in der nächsten Folge wieder. Ich gehe ein paar Pokémon fangen. Und dann laufen wir auf Route 6 nach Passbeck und gucken, was uns dort erwartet. Vielen Dank fürs Reinschauen und Wiederschauen. Reingehauen. Ciao.